Hallo meine Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge von Lunaris liest. Und es ist wieder ein Hörspiel-Special aus der Absurdien-Reihe. Stefan Fabri war wieder fleißig und hat eine neue Folge geschrieben und zusammen mit den tollen Menschen aus dem Hörtalk-Forum vertont. Ja, ich erwähne es immer wieder, dieses ganze Projekt ist ehrenamtlich und nicht kommerziell und deswegen ist auch diese Folge wieder nicht monetarisiert. Ich dürfte wieder die Erzählerin sprechen. Tja, und wir alle haben das natürlich ehrenamtlich und in unserer Freizeit getan. Es ist alles aus Spaß an der Freude passiert. Und genau die wünsche ich euch jetzt beim Anhören. Viel Spaß! Geschichten aus Absurdien. Heiße Folge. Feueralarm. Ein Kurzhörspiel von Stefan Fabri für Hörtalk. In Schloss Scheffel auf dem hohen Scheffelberg im schönen Lande Absurdien herrschte große Aufregung. Nachdem sich Gräfin Klokynja und Maharaja Keks auf einen Personaltausch geeinigt hatten, war die falsche Cousine Bonnie Anne, die als verurteilte Hochstaplerin Sozialstunden im Schlosskeller ableisten musste, umgehend nach Lünistan in den Palast des orientalischen Herrschers geschickt worden, wo sie künftig als Dienerin auf Zeit mit Gefangenenstatus in Absurdien der kleinen Prinzessin Plätzchen Piratengeschichten erzählen sollte. Im Gegenzug erwartete man in Absurdien die Ankunft von Dahlia, der ehemaligen Leibsklavin der Prinzessin. Leider war Dahlias neuer Status viel weniger klar als der von Bonnie Anne, denn in Absurdien gab es keine Sklaven. Man konnte Dahlia also auf Schloss Scheffel auch nicht als solche behandeln. Aber was war sie dann? Darüber gab es im Schloss keine einheitliche Meinung. Dahlia hatte sich, abgesehen vom Missfallen der Prinzessin, aufgrund eines Mangels an Kenntnissen über Seeräubermärchen nichts zu Schulden kommen lassen. Daher dürfte man ihr nach Auffassung von Zofe Liliane und Gesellschafterin Loreline keinesfalls Bonnie Annes Strafarbeiten auferlegen. Butler Monokophan hatte weit geringere Bedenken und rasselte bereits fordernd mit den Kellerschlüsseln. Und die Gräfin? Nun, Klokynja von Scheffel zu Scheffelberg war eindeutig unentschieden. Während man auf Schloss Scheffel also in schwierigen Verhandlungen steckte, verdichtete sich das Problem dadurch, dass der Tag von Dahlias Ankunft nahte, während eine Entscheidung weiterhin nicht in Sicht war. Denn die gegensätzlichen Positionen waren ziemlich festgefahren. Ihre Gnade, ich kann nur wiederholen. Diese Dahlia aus Lünistan ist erstens eine Sklavin und zweitens Ersatz für unsere Kellerasse Bonnie Anne. Diese geradezu natürliche Konfirmation prädefiniert sie ohne Wenn und Aber dafür, unsere Gewölbe auszumisten. Das stimmt natürlich. Du meinst sicher Kombination und prädestiniert Monokophan. Aber du weißt ganz genau, dass sie bei uns keine Sklavin sein darf. Das wurde mit dem Maharaja so vereinbart. Nicht wahr, liebliche Gräfin? Das stimmt natürlich. Und wer soll dann den Keller weiter aufräumen? Ich mache das garantiert nicht. Eher springe ich... Aus dem Fenster? Na sicher. Deshalb ist ja auch jahrzehntelang dort unten nichts passiert und es schaut dementsprechend katastrophal aus. Zum Fürchten. Dann verrate mir doch mal, schau Loreline, was diese Dahlia sonst machen soll. Das stimmt natürlich. Warst du nicht früher auch Sklavin am Hofe von Lüdistan, Loreline? Nun... Vielleicht ist Dahlia ja ebenso hübsch wie du. Wie wäre es, wenn sie künftig Modell für die gräflichen Bilder steht und du gehst dafür in den Keller? Das ist unfair.
Ich war die Geschichtenerzählerin von Maharaja Keks, keine Sklavin. Und das weißt du ganz genau. Und warum sollte ich... Oh, 1000 Tontauben. Nun ist aber gut mit eurer Stänkerei. Ich brauche konstruktive Vorschläge. Kein endloses Geplänkel. Wenn Sie gnädigst gestatten, Ihre Gnaden. Sie müssten nur endlos, endlich entscheiden. Sie kommt. Sie kommt. Oh nein, bitte nicht. Nicht jetzt schon. Sie baten mich doch, Ausschau zu halten, verehrte Gräfin. Und ich habe gerade gesehen, wie eine einzelne Reiterin den Scheffelberg heraufkommt. Das muss Dahlia sein. Wie bitte? Eine Reiterin? Allein und noch dazu jetzt im Winter? Bist du sicher, Schwesterherz? Maharaja Keks hätte sie zweifellos mit einer Kutsche geschickt. Das stimmt doch etwas nicht. Loreline hatte recht. Zwar war Maharaja Keks durchaus dafür bekannt, ab und zu schräge Ideen zu entwickeln, aber es wäre in der Tat mehr als seltsam gewesen, wenn man Dahlia einfach nur auf ein Pferd gesetzt hätte, um sie allein den langen Weg nach Absurdien reiten zu lassen. Noch dazu in eine kalte Jahreszeit hinein, die man in Lünistan nicht kannte. Es musste sich um jemand anderen handeln. Außerdem sah die ankommende Person, abgesehen davon, dass sie wirklich weiblich war, in keiner Weise aus wie Prinzessin Plätzchens ehemalige Leibsklavin. Dazu war sie viel zu streng und konventionell gekleidet. Und als man sie ins Schloss einließ, brachte sie eine Aura von Autorität mit, die eine gerade aus einem schönen Palast ins raue Unbekannte geschickte junge Dienerin mit Sicherheit nie aufgebracht hätte. Entsprechend ratlos blickten Gräfin Clocunia und Loreline der Unbekannten entgegen, nachdem sie von Monokophan und Liliane ins Kaminzimmer geführt worden war. Verzeihung, wenn ich mich ohne Umschweife selbst vorstelle, Gräfin Clocunia. Ich bin Lola Lorbs von Küblenz, meines Zeichens Abgesandte des Sicherheitsrats von Absurdien, und ich habe eine wichtige Aufgabe, sowie wenig Zeit. Willkommen, Madame Lore Kübel. Lobs von Küblenz. Lola. Natürlich. Aber wenn ich fragen darf, welcher Sicherheitsrat von Absurdien? Der Sicherheitsrat Absurdiens wurde gegründet, nachdem man in Daubenstadt besorgt beobachtete, dass bei den umliegenden Dörfern und in der Grafschaft zunehmend Wildwuchs hinsichtlich allgemeingesellschaftlicher Gefahrenvorbeugung herrscht. Beim Brandschutz insbesondere. Es ist zum Weinen. Selbstverständlich. Ich denke, ich habe davon gehört. Brandwein. Gesellschaftlich sicher. Mir ist das neu. Mit Verlaub, brandneu. Sei ruhig, Mono. So wie Ihrem Butler, liebe Gräfin von Scheffel zu Scheffelberg, geht es freilich vielen. Genau deshalb hat mich der Bürgermeister von Daubenstadt, Kommissär Fabler Herr zu Winkri, seines Zeichens Vorsitzender des Rates, in die ländlichen Regionen Absurdiens entsandt. Die Bevölkerung muss sensibilisiert werden. Wir brauchen hier oben keine Sensen. Das bisschen Gras im Obstgarten holen sich die Hasen. Lassen Sie mich ohne Umschweife zur Sache kommen. Ich stelle eine ganz einfache Frage, die Sie oder Ihr anwesendes Personal mir ganz einfach beantworten, liebe Gräfin. Ihr Butler deutete es bereits an. Wann hat es hier zum letzten Mal gebrannt? Gebrannt? Wo? Hier? Hier, auf dem Scheffelberg. Oder unten im Dorf Fassheim, für welches Sie ja ebenfalls verantwortlich sind. Verantwortlich für Fassheim? Ich? Also eigentlich machen wir hier oben unsere Dinge. Und die Fassheime unten, die ihren.
Und für Recht und Ordnung sorgt der Gesetzeshüter und Büttelkrumm Gräulich. Wildwuchs. Überall nur Wildwuchs. Wie recht der Kommissär doch hat. Mit dem Herrn Gräulich habe ich schon gesprochen. Aber, Frau von Scheffelberg, Sie sind Ihres Zeichens hier die Gräfin, nicht wahr? Also müssen Sie über sicherheitsrelevante Vorkommnisse vollumfänglich Kenntnis haben. Zum Beispiel eben Brände. Nun, bei uns brennt es eigentlich ständig, Frau Kürbis, Korps. Lorps von Küblenz. Was heißt das, es brennt ständig? Wenn ich das erklären darf, Madame. Jetzt im Winter, das schöne Kaminfeuer. Und als wir sie vorhin durch die Flure brachten, die Fackeln überall an den Wänden, dann haben wir doch den großen Steinofen in der Küche. Es ist nämlich so, müssen Sie wissen, liebe Frau von... jedenfalls, wie jeder weiß, hasse ich es, wenn zu viel Licht Scheffel verlässt. Das darf nicht sein. Daher verschließen wir immer alle Fenster im Schloss ganz fest. Von der ersten Abenddämmerung bis zum letzten Morgengrauen. Und darum haben wir dann die Fackeln. Die brennen die ganze Zeit. Was allerdings unten im Dorf gemacht wird, weiß ich leider nicht hundertprozentig im Detail. Die Menschen dort sind sehr verschwiegen. Aber gebrannt hat es da schon lange nicht mehr. Also so richtig. Ich notiere. In letzter Zeit keine Großbrände in der Gemark Fassheim. Bestätigt die Aussage des örtlichen Büttels. Aber zahllose potenzielle Brandherde im gräflichen Schloss auf dem Scheffelberg. Welche Vorsichtsmaßnahmen haben Sie getroffen? Vorsichtsmaßnahmen? Monokofan, haben wir die? Natürlich. Vorsichtsmaßnahmen gehören zu meinen täglichen Pflichten. Kurz bevor eine Fackel heruntergebrannt ist, ersetze ich sie durch eine neue. Wie löblich. Aber nein. Die Schwestern Liliane und Loreline, loblich, machen andere Dinge. Liliane ist als Zofe für den gräflichen Haushalt zuständig, während Loreline... Schon gut. Was ich meinte, welche Maßnahmen treffen Sie für den Fall, dass ein unkontrolliertes Feuer ausbricht? Wie schaut es aus mit, sagen wir, Feueralarm? Feueralarm? Selbstverständlich. Wenn es brennt, müssen die Schlossbewohner doch gewarnt werden. Außerdem müssen Fluchtwege gekennzeichnet sein. Und es darf sich dort keinerlei Brandgut befinden. So ein Brand wäre nie etwas Gutes. Da haben Sie recht, Madame. Was den Alarm betrifft, so würde ich sagen, wir schreien ganz laut. Und den Fluchtweg sucht sich dann jeder selbst. Ich persönlich ziehe es sogar in Betracht, notfalls aus dem Fenster zu springen. Wir müssen es der Abgesandten Lola Lorps von Küblenz wirklich hoch anrechnen, dass sie auch an diesem Punkt eisern die Fassung bewahrte. Aber die Bewohner von Schloss Scheffel waren schließlich nicht die ersten, denen sie die Augen für gravierende Brandschutzmängel innerhalb ihrer vier Wände öffnen musste. Offenbar hatte man sich in ganz Absurdien nirgendwo bisher viele Gedanken gemacht. Im Schloss war die Anzahl der getroffenen Vorsorgemaßnahmen freilich außerordentlich überschaubar, nämlich null. Nachdem letzte dünne Ausreden wie beispielsweise, dass Scheffel doch überwiegend aus Stein bestünde und daher gar nicht brennen könne, vom Tisch gefegt worden waren, lag dort schließlich eine ziemlich lange Liste von Pflichten, welche die Schlossbewohner nunmehr fristgerecht abzuarbeiten hätten. Während die gestrenge Lola daraufhin
ohne Umschweife natürlich, das Schloss verließ, sich aufs Pferd schwang und zum nächsten, noch ahnungslosen Unglücksraben losritt, blieb Gräfin Clocunia mit ihrem Gefolge völlig überrumpelt zurück. Oh, 1000 Tränentropfen! Jetzt haben wir schon den ganzen anderen Ärger und nun auch noch das! Diese Aufstellung ist ja ein Albtraum. Brandmelder für Feueralarm einrichten, Brandgut aus den Fluren beseitigen, Eimer mit Löschsand auf allen Etagen platzieren, Fluchtwege kenntlich machen und so weiter. Wann braucht man sowas? Was tun wir denn jetzt? Wie wäre es mit einfach intrigieren? Du meinst ignorieren, Mono? Das wäre auch meine Idee gewesen. Aber du hast doch diese Abgesandte gehört. Das geht nicht. Die kommt in 2 Wochen wieder. Dann wird kontrolliert und es drohen richtig üble Bußgelder. Oh, woher nimmt dieser selbsternannte Sicherheitsrat aus Daubenstadt überhaupt so ein Recht? Frage ich mich. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. Und was ist das Schlimmste? Na, der unabhängige Brandschutzbeauftragte, den wir ernennen müssen? Woher sollen wir denn so eine Person nehmen? Also, ich weigere mich schon mal pyroklastisch. Prophylaktisch? Du könntest das sowieso nicht, Monokofan. Du bist nicht unabhängig. Niemand von euch ist unabhängig. Das wäre ja auch noch schöner. 1000 Trockenlöscher. Es muss uns etwas anderes einfallen. Loreline, du hast doch sonst immer so gute Ideen. Ich? Nun, vielleicht habe ich eine Lösung. Eine, mit der wir womöglich sogar 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen würden. Wenn alle einverstanden sind, natürlich. Fliegen? Gibt es jetzt auch noch ein Ungezieferproblem? Nein, Mono. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir jemanden finden, der regelmäßig unsere Brandschutzmaßnahmen im Schloss prüft und diesem Sicherheitsrat Bericht erstattet. Das reicht schon. Jemand Unabhängigen, wohlgemerkt. Und was ist das für eine Lösung, Loreline? Jetzt mach es doch nicht so spannend. Ganz einfach. Unsere Lösung heißt Dahlia. Dieser Vorschlag leuchtete allen sofort ein. Denn selbst wenn man Dahlia nun für eine Weile im Schloss unterbringen würde, war sie ja zweifellos unabhängig und unbefangen. Als am nächsten Tag tatsächlich eine Kutsche mit Prinzessin Plätzchens ehemaliger Leibsklavin eintraf, wurde die junge Dienerin daher als allererstes und ohne Verzögerung zur Brandschutzbeauftragten von Schloss Scheffel ernannt. Und damit sie die Aufgabe vorschriftsmäßig erfüllen konnte, erhielt sie den Auftrag, umgehend auch alle weiteren geforderten Maßnahmen in die Hand zu nehmen. Zwar wusste die arme Dahlia zunächst kaum, wie ihr geschah, aber da sie schon immer eine flinke und flexible Person gewesen war, anders hätte man Prinzessin Plätzchen niemals ertragen können, machte sie sich unverzüglich ans Werk. Und so kam es, dass man bereits nach kurzer Zeit an diversen Stellen im Schloss kleine Glöckchen vorfand, unter denen eine Plakette mit der Aufschrift Feueralarm hing. Ach ja, und es wurde zwar der Keller nicht mehr weiter ausgemistet, aber alle Flure in Schloss Scheffel sahen schon bald deutlich aufgeräumter aus als je zuvor. Das war Geschichten aus Absurdien. Heiße Folge. Feueralarm. Es sprachen Gräfin Clocunia von Scheffel zu Scheffelberg, Anja Klukas. Monokofan aus Bajurien, Volker Lüdecke. Lola Lorbs von Küblenz, Nightingale. Liliane Lobelich, Verena Wilhelmi.
Loreline Lobelich, Nadine Groß. Erzählerin Christine Helmecke. Intro und Credits Katrin Haber. Idee, Skript, Sound, Musik und Schnitt Stefan Fabri. Soundquellen freesound.org und freie Samples von Soundly. Cover Anja Klukas. Dieses Hörspiel entstand im Rahmen der 55. Shorty Challenge auf hörtalk.de. Es steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz, Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung. Musik